bin Florian Elk, ich bin ab der nächsten Saison U18 Trainer bei den Baskets. Und für die heutige Einheit brauchen wir zwei T-Shirts oder zwei Handtücher, einen Ball und eine Wand. Zu Beginn wollen wir etwas für die Koordination machen. Dafür nehmen wir zwei T-Shirts oder zwei Handtücher und legen diese im Kreuz auf den Boden. Dann beginnen wir, indem wir mit dem rechten Fuß nach vorne gehen, in ein Kreuzteil, dann mit dem linken Fuß nachziehen, rechten Fuß nach hinten und dann mit dem linken Fuß nach hinten. Und das Ganze dann schnell. Das heißt, das soll dann so aussehen. Und immer schneller werden, je sicherer man dabei ist. Und am besten, wenn man es kann, Kopf hochnehmen. So. Nun, wenn man das gut kann, fängt man an und geht zunächst mit dem linken Bein nach vorne, dann mit dem rechten, linkes Bein nach hinten, rechtes Bein nach hinten. Und das Ganze dann auch wieder schneller werden. Nach Möglichkeit nicht nach unten gucken, sondern den Kopf hochnehmen. Gut. Nun gehen wir in der Schwierigkeit ein bisschen höher und gehen nun mit dem rechten Bein zunächst nach vorne. Dann geht das linke Bein nach vorne, dasselbe Bein geht direkt wieder nach hinten und dann wird das rechte Bein wieder nach vorne, nach hinten genommen und das Ganze dann so weiter. Und dann immer versuchen, dabei immer schneller zu werden. Gut. Nun das Ganze auch mit dem linken Bein. Heißt, linkes Bein zunächst nach vorne, rechtes Bein nach vorne, rechtes Bein nach hinten, linkes Bein nach hinten. Und dabei auch wieder versuchen, immer schneller zu werden. Gut, nun nehmen wir beide Beine und hüpfen nach vorne und zurück. Hier wieder, wenn man sich sicher fühlt, immer versuchen, schneller und kürzere Kontakte zu bekommen. Gut. Nun gehen wir hin, hüpfen und tappen einmal auf die gegenüberliegende Seite und wieder zurück. Und dann die andere Seite mit dem anderen Bein. Heißt, zunächst mit dem rechten Bein springen. So wie Sebastian das schon vormacht. Auch hier wieder, wenn man sich sicher fühlt, immer schneller werden. Gut, nun gehen wir nach vorne in das Kästchen, machen im Prinzip dasselbe, nur tappen wir jetzt mit dem Fuß nach hinten. Heißt, wir springen. Rechtes Bein geht auf die gegenüberliegende Seite, wieder zurück und dann das linke Bein. Und auch hier wieder immer schneller werden, je sicherer man sich fühlt. Gut, das war's zur Koordination. Als nächstes wollen wir ein bisschen Dribbling an der Wand machen. Dafür stellt ihr euch in die Nähe einer Wand. Und zunächst einmal möchten wir mit einer Hand, zunächst mit der rechten Hand, den Ball gegen die Wand tippen. Erstmal leicht, ein bisschen weiter vielleicht. Und je sicherer ihr euch fühlt, immer näher ran und immer kürzere Kontakte. Ja, und am besten immer ganz, ganz schnelle, kurze Kontakte da. Wenn wir uns sicher mit der rechten Hand fühlen, gehen wir dann auf die linke Hand. Da dasselbe, zunächst ein bisschen weiter weg und dann immer näher ran und immer kürzere kleine Kontakte. Gut, dann gehen wir nun hin und wollen zunächst einmal einen Crossover, einen Handwechsel vor dem Körper machen. Wir berühren immer mit einer Hand die Wand. Wenn wir uns nicht so sicher fühlen, machen wir ein oder zwei Zwischendribblings. Je sicherer wir uns fühlen, je werden wir immer schneller und versuchen das Ganze am besten
so wie Sebastian, ohne Zwischenlinks. Und auch hierbei darauf achten, dass wir einen schönen tiefen Handwechsel machen. Gut. Jetzt gehen wir hin und machen dasselbe mit einem Handwechsel durch die Beine. Auch hier wieder, wer sich nicht sicher fühlt beim Handwechsel, Zwischendribblings, 1, 2 oder wie auch immer man, je nachdem wie viele Zwischendribblings man braucht. Und je sicherer man wird, desto weniger Zwischendribblings und desto schneller wird man. Sehr gut. Nun, wieder berühren wir mit der Hand, die den Ball nicht in der Hand hat, die Wand und machen ein Dribbling hinterm Rücken. Handwechsel hinterm Rücken jeweils. Und auch hier wieder Zwischendribbling, wer braucht. Und auch immer versuchen, schneller zu werden. Sehr gut. Als nächstes wollen wir uns um unsere Passtechnik kümmern. Dabei fokussieren wir uns als erstes auf den Brustpass mit beiden Händen und den Überkopfpass. Flo macht es einmal vor. Worauf wir achten, nämlich dass wir die Hände in eine Art W-Stellung nehmen, um den Ball zu halten. Und dann, wenn wir ihn passen, mit beiden Händen, sehr gut vorgemacht, die Hände nach außen nehmen, die Daumen zeigen nach unten. Ja, und da könnt ihr euch nach jedem Pass auch immer kurz selbst kontrollieren, ob die Hände wirklich nach außen zeigen. Ihr startet 3-4 Meter von der Wand entfernt. Ihr könnt euch den Abstand auch variieren, je nachdem, wie gut ihr mit der Kraft auskommt. Aus dem Stand, Brustpass an die Wand. Genauso wie Flo es vormacht, kein Problem, wenn der Ball einmal wieder auf den Boden kommt und dann sollte er aber gut auf Hüft- bzw. Brusthöhe bei euch wieder ankommen. Ihr könnt variieren, indem ihr einen Schritt mal nach vorne macht auch dabei den Fuß mal wechseln und immer schön darauf achten, das W zu formen und die Hände nach außen zu machen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Überkopfpass. Wichtig dabei, es handelt sich dabei nicht um einen Fußballeinwurf, das heißt, wir nehmen den Ball nicht ganz weit nach hinten und überstrecken den Rücken, sondern wir lassen den Ball vorne und arbeiten mit der gleichen Technik wie beim Brustpass den Ball über Kopf an die Wand und versuchen ihn auch über Kopf wieder in der gleichen Position zu fangen. Flo macht das gerade schon sehr gut vor. Ball bleibt auf Kopfhöhe an die Wand. Wenn das gut klappt, könnt ihr einen Schritt nach vorne machen wieder. Mal mit rechts, mal mit links. Und wichtig, den Ball immer wieder über Kopf fangen. Okay. Nachdem wir jetzt den Brustpass und den Überkopfpass technisch uns angeeignet und geübt haben, wollen wir jetzt noch eine kleine Sache hinzunehmen, nämlich einen Einkontaktstopp. Das heißt, ihr startet mit einem der beiden Techniken. Wir fangen mit dem Brustpass nochmal an. Ihr passt euch den Ball gegen die Wand. Er kommt einmal auf und ihr nehmt ihn in einem sauberen Einkontaktstopp. Das heißt, ein leichter, kleiner Sprung und gleichzeitiges Aufsetzen beider Füße, um ihn dann wieder dagegen zu passen und erneut den Kontaktstopp zu machen. Flo macht es einmal vor. Wenn ihr das sicher hinbekommt, achtet mal darauf, dass ihr in eine schöne tiefe Position geht. Flo macht das auch schon gut vor, dass ihr stabil seid, die Füße parallel und etwas schulterbreit auseinander. Achtet dabei aber immer noch auf die gute Technik des Brustpasses. Das gleiche mit dem Überkopfpass. Das könnt ihr entweder so machen, dass ihr ihn auch einmal aufkommen lasst, oder ihr macht es etwas schwerer, geht wieder näher ran und fangt ihn wirklich im Einkontaktstopp wieder über dem Kopf. Auch da geht etwas in die Knie. Flo macht sehr gut vor, dass ihr wirklich stabil seid und nicht direkt umfallt. Immer sauber die Füße gleichzeitig auf den Boden setzen. Okay. Als letztes nehmen wir noch einen etwas schweren Pass dazu, nämlich den sogenannten Flick Pass mit einer Hand. Flo wird das einmal mit der linken Hand jetzt vormachen.
Das heißt, ihr positioniert euch seitlich zur Wand und passt dann mit der Hand, die eben zur Wand zeigt, den Ball dagegen. Man erkennt sehr gut bei Flo, dass auch da das Handgelenk abgeklappt wird. Daumen zeigt nach unten. Und ich pushe den Ball quasi seitlich gegen die Wand mit der Hand. Wenn der Ball einmal aufkommt, ist das sehr gut. Wenn er dann optimal in die Brust- oder Hüfthöhe wieder ankommt. Auch hier könnt ihr, wenn ihr das gut hinkriegt, mit einem Einkontaktstopp wieder arbeiten. Das heißt, der Ball kommt auf den Boden, Einkontakt, wieder den Pass davon. Einkontakt, gut. Okay, wenn ihr die eine Hand habt, dreht ihr euch um und macht es natürlich auch auf der anderen Seite einmal. Schön den Arm durchstrecken, über das Handgelenk den Ball passen. Einkontakt, stopp. Stabile Position. Sehr gut. Wenn der Pass vielleicht am Anfang noch nicht genau klappt, lasst euch nicht entmutigen, sondern versucht es weiter. Denn mit jedem Mal wird es besser.